Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach eine iPhone-Fotokollage erstellen könnt, ohne dafür eine extra App zu installieren. Ganz, ganz wichtig, dafür brauchen wir die Kurzbefehle-App von unserem iPhone, die eigentlich schon vorher installiert sein sollte. Und zwar seht ihr das hier, Kurzbefehle könnt ihr eingeben, ansonsten könnt ihr das im App Store runterladen. Die hat aber eigentlich schon jedes iPhone und hier drücken wir nun einmal drauf und können unten rechts nun einmal auf Galerie drücken. Anschließend hier in der Galerie können wir suchen und können hier nach Foto suchen und sollten dann hier einmal das Fotogrid angezeigt bekommen. Da drücken wir einmal oben rechts hier im Prinzip auf das Plus. Da wo ich jetzt schon den Haken habe, dort drückt ihr auf das Plus. Anschließend gehen wir auf Automation in der Mitte. Nein, Quatsch, auf Kurzbefehle wieder, also unten links. Dann auf diese drei Punkte hier bei Fotogrid, nachdem wir das hinzugefügt haben. Und gehen dann einmal hier ganz oben hin, da wo ich jetzt gerade drauf drücke. Und zwar bei Bilder und Dateien. Bei euch steht da Bilder und 14 weitere. Und hier machen wir im Prinzip alles aus. Diese ganzen Sachen, die hier sind, machen wir aus und machen nur Bilder an. So, dann ist das Ganze hier fertig. Bei euch sollte da noch mehr gestanden haben. Ganz, ganz viele Punkte. Ich habe die bereits schon vorher weggemacht. Okay, das müssen wir hier einmal einstellen und danach können wir einmal unten in der Mitte auf das i draufdrücken und hier können wir im Share Sheet anzeigen drücken. Das Ganze machen wir dann fertig, nochmal auf fertig. Wir könnten das jetzt hier auch rein theoretisch umbenennen, indem wir oben auf Fotogrid draufdrücken, aber das brauchen wir nicht unbedingt. So, jetzt ist das Ganze fertig. Anschließend gehen wir wieder in die Galerie und können jetzt hier einmal oben rechts das Ganze auswählen, ein paar Fotos und nehmen jetzt zum Beispiel diese drei hier. Anschließend drücken wir oben unten links auf dieses Teilen-Symbol und dann auf Fotogrid. Anschließend kommen wir hier hin. Wir wählen jetzt hier nochmal unsere Fotos aus, die wir haben wollen, zum Beispiel diese 5. Und dann können wir das Ganze auf Hinzufügen drücken. Und nun wird hier eine Fotokollage erstellt. Die gefällt uns jetzt eben nicht. Wir können jetzt mal andere nehmen. Wir gehen jetzt mal hier rauf, dann auf Fotogrid. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal zack, zack. Zack und zack. So, hinzufügen und dann seht ihr gleich, zack, da ist unsere Fotokollage. Nun drücken wir einmal unten links wieder auf Teilen, anschließend Bild sichern und dann auf Fertig. Wenn wir nun in der Galerie gucken, sehen wir hier haben wir unsere fertige Fotokollage, die wir gerade erstellt haben. Genau, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Hier seht ihr das Ganze nochmal. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt von mir und bis zum nächsten Mal.